Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute unser heutiges Webinar zum Thema Scaling Scrum mit Nexus. Mein Name ist Markus Bause, ich bin Geschäftsführer bei der Serview und freue mich, Sie auch heute Morgen zum Wochenstart wieder zu einem unserer Webinare begrüßen zu dürfen. Heute haben wir uns das Thema, wie skaliert man Scrum-Teams vorgenommen. Und da vor allen Dingen so ein bisschen das Thema, wenn ich mehrere Scrum-Teams habe, die an denselben Produkten zum Beispiel arbeiten, wie genau diese Koordination, diese Abhängigkeiten entsprechend zu managen. Für das Thema habe ich mir heute einen Spezialisten zur Seite geholt, nämlich unseren Moritz Wagner, bei uns verantwortlich für das Thema fachlich. Und der wird Ihnen die nächsten, naja, 30, 40 Minuten, 45 Minuten so ein bisschen einen Einstieg in das Thema geben, sodass Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was steckt denn dahinter. Morgen, Moritz, bist du da? Guten Morgen, ich bin da. Vielen Dank. Ja. Perfekt. Sehr Am schön. Wochenstart mit ausgeschlafen und komplett fit, nehme ich an. Absolut. Ja. Vielen Na Dank. gut. Vielen Ich würde noch Dank. mal Sie haben es verdient. Ja. ganz kurz organisatorisch, sorry. Ah ja. Wenn Sie Fragen haben, kennen Sie wahrscheinlich schon, einfach kurz in dieses Chat-Tool eintippen. Dann werden wir natürlich darauf eingehen und möglichst alle Fragen beantworten. Ansonsten, die Folien habe ich Ihnen schon zum Download bereitgestellt. Das finden Sie in Ihrem Bedienpanel der Sessions unter dem Punkt Unterlagen. Also da können Sie sich das direkt runterladen. Falls es nicht klappen sollte, dann einfach in das Chat-Tool reinschreiben. Hat nicht geklappt, schicken Sie es mir doch mal bitte per Mail. Dann machen wir das entsprechend natürlich auch. Ja, ansonsten zeichnen wir das Webinar auf. Das werden Sie dann ab heute Abend auch ungefähr dann in unserem YouTube-Kanal finden, wenn, falls Sie es nochmal anschauen wollen oder Sie es so gut fanden, dass Sie es jemand anders dann mal empfehlen. Abgesehen davon, den YouTube-Kanal kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Da sind ganz viele unserer Webinare drin, die wir gerade auch in der letzten Zeit gemacht haben. Auch noch anderes Videomaterial. Also immer ganz interessant, da mal ein bisschen drin zu stöbern. Finden Sie immer die neuesten Informationen. Prima. So viel organisatorisch. Und dann würde ich sagen, Moritz, deine Bühne. Viel Spaß. Super. Vielen Dank. Ja, dann bin ich dran endlich. Einen wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart. Montag ist es und man kann nicht besser starten als mit so einem schönen Thema, nämlich dem skalierten Scrum, Scaling Scrum mit Nexus. Bevor ich Ihnen aber alles über das Thema vermitteln möchte, zumindest die wichtigsten Inhalte, ganz kurz nochmal zu meiner Person, damit Sie sich auch so ein bisschen ein Bild vor sich haben. Es ist auch noch ein schön jüngeres Bild von mir. Ja, wie gesagt, Moritz Wagner, mein Name. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und bin seit über 3 Jahren jetzt bei der Serview. Und mein Kerngebiet ist so die skalierte Form. Skalierte Form im agilen Bereich bedeutet Thema Nexus, Scale Scrum. Ja, wie arbeiten wir mit mehreren Scrum-Teams zusammen? Aber auch das Thema Safe, das ist auch eine Skalierungsform, Scale Agile Framework. Ansonsten komme ich ursprünglich auch aus dem Scrum-Bereich und aus dem Projektmanagement-Bereich. Und deswegen ist dann natürlich der nächste Schritt, der nächste, sag ich mal, sinnvolle Schritt, die Skalierungsform mit mehreren Teams. Und darüber möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten 30, ja, bis 45 Minuten ein paar Dinge erläutern. Das ist ganz, ganz simpel aufgebaut, das Ganze. Wir sprechen am Anfang über die Grundlagen des Themas. Warum sollte man skalieren? Welche Skalierungsmöglichkeiten gibt es vielleicht sonst noch neben dem Thema Nexus? Und wann wäre es überhaupt sinnvoll zu skalieren? Muss ich überhaupt skalieren? Und die wichtigste Frage zu diesem Thema auch gleich: Warum Nexus und wann kann ich Nexus eigentlich nutzen? Dann schauen wir auf die Rollen. Für diejenigen, die sich so ein bisschen mit dem Thema Scrum schon auskennen, denkt man, ach, das ist vielleicht nicht so viel Neues für mich. Ja, na, warten Sie erstmal ab. Es gibt natürlich noch ein paar Punkte, denn wir sprechen nochmal über die Skalierungsform, also den Umgang mit mehreren Teams. Bedeutet natürlich auch mit mehreren Personen, nicht nur mit 1, 2, 3, 4 in einem Scrum-Team, sondern plötzlich mit 50, 80, 90 Personen. Dann sprechen wir über die Artefakte in Nexus, über die Events und am Schluss des Ganzen möchte ich Ihnen nochmal so ein bisschen die Inhalte von unserem Training mitgeben. Da habe ich mir so ein paar Fotos mit reingeholt in diese Folien, damit Sie mal sehen, was passiert denn eigentlich in dem Training. Und ich nochmal ganz kurz sagen kann, lohnt sich das, warum lohnt sich das, ein Training bei uns zu besuchen, sagen wir es mal so. Und was macht dieses Training besonders im Vergleich zu anderen? Gut, die Grundlagen. Grundlagen, fange ich erstmal mit an, was ist eigentlich die Definition von Nexus? Nexus ist ein Rahmenwerk, das aus Rollen, Events, Artefakten und Regeln besteht, das die Arbeit von ungefähr 3 bis 9 Scrum-Teams verbindet. Da sehen Sie schon einen der wichtigsten Aspekte, 3 bis 9 Scrum-Teams. Das ist so die Größe, mit der wir in einem Nexus arbeiten können. Diese Teams arbeiten an einem gemeinsamen Product Backlog
um ein integriertes Inkrement zu erstellen, welches ein Ziel erfüllt. Sie sehen schon, 3 bis 9 Teams, ja, wenn man sich so ein bisschen mit dem Scrum-Thema auskennt, 3 bis 9 Teams bedeutet auch gleichzeitig 3 bis 9 Personen pro Team. Ja, und wenn wir dann noch mehr Personen haben, noch mehr Teams haben, müssen wir vielleicht noch überlegen, einen zweiten Nexus aufzumachen oder vielleicht eine andere Skalierungsform zu wählen. Dazu aber später mehr. Ein Product Backlog ist auch schon ein wichtiger Inhalt, den wir hier sehen. Ja, brauchen wir jetzt ein Product Backlog, eine Sammlung von Anforderungen, sage ich mal, einen Katalog mit allen Anforderungen, oder brauchen wir mehrere Kataloge mit mehreren Anforderungen für jedes einzelne Team? Nein. Ein Product Backlog, in dem alle Anforderungen stehen, mit denen dann alle Teams arbeiten werden. Bedeutet natürlich auch viel, viel mehr Aufwand für die eine oder andere Rolle. Dazu auch noch. Um ein integriertes Inkrement zu erstellen, das ist natürlich das Ziel. Am Ende muss das Ganze natürlich auch integriert werden von den einzelnen Teams, um es dann auch am Laufen zu halten oder releasefähig zu machen. Das zur Definition. Kurz mal zur Einordnung. Wann sollte ich denn, wann wäre es denn möglich, mit diesem Thema zu arbeiten? Ja, Thema Scrum, habe ich gesagt, kennt schon einige von Ihnen bestimmt. Da haben wir ein Produkt und 1 bis 2 Teams, die daran arbeiten. Wenn ich aber so auch in der Beratung so in die Praxis mal schaue, was ist denn in der Praxis häufig eher der Fall? Häufig eher der Fall, ups, da habe ich etwas zu weit gespult, hier wollte ich hin, das Thema Chaos. Ich habe einfach mal Chaos reingeschrieben. Meistens haben wir 2 Teams, wenige Personen, die an mehreren Produkten arbeiten. Und was passiert dann? Naja, was ist denn die Priorisierung? Wer ist für die Priorisierung wirklich verantwortlich? Dann kommt der Fachbereich rein. Das ist wichtig. Die Teams kommen gar nicht mehr hinterher. Die Kapazitätenplanung kommt nicht hinterher. Dann werden sie rausgezogen aus ihrem alltäglichen Arbeiten in unserem Scrum-Team. Sie müssen noch andere Dinge machen. Also das ist, sag ich mal, der Regelfall. Ja? Chaos. Wo wir jetzt hingehen, ist dieser Bereich hier. Ich habe ein Produkt, ein großes, sehr, sehr komplexes Produkt, kann man sagen, an dem dann mehr als 2 Scrum-Teams dran arbeiten. Dann spricht man von einer skalierten Form von Scrum, nämlich den Nexus. Wenn ich bei mehreren Produkten unterwegs bin, mehrere Produkte parallel bearbeite, Abhängigkeiten zwischen den Produkten habe und ebenfalls mehr als 2 Teams habe, dann bin ich schon beim Portfolio-Management und schon in einer anderen Skalierungsform. Da haben wir nämlich hier oben das Thema Safe Scale Agile Framework und hier unten das Thema Nexus Scale Scrum. Das ist so der Unterschied, den Sie wissen sollten. Wann kann ich mit Nexus arbeiten? Wenn ich ein Produkt habe, klassische Produktentwicklung, sage ich mal, mehreren Scrum-Teams, Nexus. Habe ich mehrere Produkte, Abhängigkeiten zwischen mehreren Produkten, mehrere Personen, mehrere Teams, Safe Scale Agile Framework. Sie müssen sich auch überlegen, dass, da gehe ich auch gleich mal direkt so einen Unterschied ein, weil das auch die meisten oder viele immer interessiert, was ist nur der Unterschied zwischen dem. Wenn wir von Nexus sprechen, sprechen wir von der Produktentwicklung, von der reinen Produktentwicklung. Beim Thema Safe zum Beispiel sprechen wir auch so ein bisschen von Organisation, ja, Portfolio-Management. Da ist die Organisation ein bisschen mehr, diese Transformation in der Organisation ein bisschen mehr mit eingebunden. Ja, Produktentwicklung und so ein bisschen Organisationsentwicklung hier oben drüber. Jetzt wissen wir also, wann wir mit Nexus arbeiten können, was Nexus wirklich bedeutet. Wichtig ist aber auch immer, das sage ich auch in meiner Beratung, dass Sie aufpassen sollten und erstmal überlegen sollten, wo sind wir denn aktuell? Welche Rahmenbedingungen haben wir aktuell? Ist es überhaupt notwendig zu skalieren? Müssen wir skalieren? Ja, das ist der eine Punkt, den Sie beachten sollten. Zum anderen ist es aber aktuell auch häufig so, dass viele Unternehmen jetzt vor der Herausforderung stehen, dass sie 3 bis 4 Scrum-Teams schon haben, aufgebaut haben. Jetzt läuft es noch ganz gut. Ja, wir wollen noch ein 5. noch ein 6. Team aufmachen. Plötzlich stehen sie dann für weitere großen Herausforderungen. Wie können wir das Ganze transparent gestalten? Wie können wir das Ganze dokumentieren mit den Abhängigkeiten? Wie können wir das Ganze planen in der Regel mit so vielen Teams? Und dann kann Nexus uns da eine Antwort drauf geben. Ich habe Ihnen kurz auch mal zusammengefasst, was ist denn jetzt so, was sind denn die Kernaspekte, die neu sind und die wir vielleicht schon aus diesem Scrum-Umfeld kennen. Ja, dann viele, die dann immer so sagen, Nexus, ach, Nexus ist doch eigentlich nur Scrum mit 2, 3 Teams mehr. Es ist schon ein bisschen mehr. Ja, also definitiv, wir stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Ja, wir haben ganz andere Probleme, ganz andere Dinge, auf die wir achten müssen natürlich. Was ist bis jetzt bereits bekannt, sage ich mal? Ja, ich denke mal, das Product Backlog, das kennen Sie vom Namen her, so ein Refinement hat man auch mal gehört. Ja, Scrum-Teams, wer da so drin sitzt, könnten wir auch schon gehört haben. Daily Scrum, unbeliebtes Event, kennen auch viele.
Und dann sehen wir hier überall nochmal so einen Nexus davor bei den anderen Dingen. Jetzt haben wir so ein Nexus Sprint Planning. Was ist das denn? Das ist recht neu. Wir haben einen Nexus Sprint Backlog. Nexus Sprint Retrospektive, also die Events, ja, sind alle neu im Nexus, Nexus Sprint Review, Nexus Daily Scrum, plus, wir sprechen jetzt nicht mehr von einem Inkrement, sondern von dem integrierten Inkrement. Und einer der wichtigsten Aspekte ist eigentlich dieses Nexus Integration Team. Das sind neue Rollen, eine neue Rollenzusammensetzung, die wir unbedingt benötigen, um diese Koordination von Abhängigkeiten, die Koordination der gesamten integrierten Inkremente darzustellen und auch Verantwortlichkeiten da festzulegen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, Rollensammlung, sage ich mal, die wir auch gleich kennenlernen werden. Also nur mal für Sie so ein bisschen Einblick, was ist neu, was kennen wir vielleicht. Die Rollen im Nexus, ich habe sie mal auf einer Folie dargestellt. Sie sehen hier, das ist das Nexus Integration Team. Eben gerade kurz ein paar Sätze darüber verloren. Nexus Integration Team bedeutet, wir haben einen Product Owner. Die Product Owner Rolle, die Rolle, die uns immer so ein bisschen die Richtung vorgibt, die für die Priorisierung vom Backlog zuständig ist, die sehr, sehr stark in der Kommunikation zu meinen Stakeholdern steht, so ein bisschen Anforderungsmanagement, auch Kommunikation natürlich zu meinen Teammitgliedern unten. Das ist so, sind so die Kernaspekte von einem Product Owner. Ja, und dass man sagt immer, er ist für den Output verantwortlich von den einzelnen Sprints, bedeutet für das, was am Ende herauskommt. Dafür ist dann er verantwortlich. Die Scrum Master Rolle kennen wir auch. Scrum Master, eine Person, die eher für die Prozessoptimierung zuständig ist, die dazu zuständig ist, dass die Probleme innerhalb der Teams oder auch außerhalb der Teams, die von außen auf das Team einwirken, dass die gelöst werden. Man spricht dort manchmal von Impediments, vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört, ja, dass die gelöst werden, dass die Teams einfach reibungslos arbeiten können. Aber er ist auch viel, viel mehr, weil die Rolle wird ab und zu mal so ein bisschen belächelt. Ja, so viel Good Manager. Nein. Dann haben die Leute nicht wirklich verstanden, was die Rolle kann. Es ist sehr, sehr anstrengend und man braucht auch für diese Rolle sehr, sehr starkes Tool-Verständnis. Also mit welchen Werkzeugen können jetzt die Teams, die einzelnen Scrum-Teams arbeiten? Wie schätzen die Scrum-Teams? Lieber Product Owner, wie kannst du am besten priorisieren? Lieber Product Owner, wie schaffen wir es, ein gesamtes Product-Backlog-Management transparent zu gestalten? Wie schaffen wir es, gut zu visualisieren? Ja, was ist mit Reporting? Natürlich die Eskalation noch zur Management-Ebene. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Verständnis um? Haben wir schon verschiedene Rahmenbedingungen, Räumlichkeiten? Alles das kann man zu Aufgaben von einem Scrum Master zählen, auch in diesem Nexus Integration Team. Dann sehen wir hier noch ein paar Personen. Ja, das sind, ups, da habe ich ein bisschen zu vorgedrückt, das sind weitere Teammitglieder, sagt man. Weitere Teammitglieder im Nexus Integration Team. Das können zum einen Repräsentanten aus den einzelnen Scrum-Teams hier unten sein. Davon haben wir ja vorhin gehört, sind 3 bis 9 Scrum-Teams plus ein Nexus Integration Team. Also, wir könnten jetzt immer aus einem Scrum-Team einen Repräsentanten hier vorfinden. Sonst sind es aber Personen, die auch von außerhalb der Organisation kommen können. Zum Beispiel Berater, Coaches. Denn das sind Personen, die ein gewisses Toolverständnis haben, die eher so coachend aktiv sein sollen. Und coachend aktiv sein sollen, in welchem Bereich, bezogen auf was. Ja, immer auf das, was wir in diesem Sprint herstellen. Nexus geht da so ein bisschen allgemein drauf ein und sagt, okay, weitere Teammitglieder sind diejenigen Personen, die das fachliche Verständnis haben oder uns so unterstützen können, dass wir am Ende eines Sprints ein integriertes Inkrement haben. Denn dieses Nexus Integration Team, der Name sagt es ja eigentlich schon, ist dafür verantwortlich, dass wir am Ende ein integriertes Inkrement haben. Verantwortlich dafür. Die einzelnen Scrum-Teams hier unten, die sind für die reine Integration verantwortlich. Das heißt, Integration findet hier unten statt, dass die Integration stattgefunden hat, dass alles funktioniert hat, ist hier oben. Ja, und wenn die Teams hier unten nicht genau wissen, ja, oh, wir haben vielleicht gerade bei diesem Inkrement Probleme bei der Integration, verschiedene Integrationsprobleme, dann haben wir solche weitere Teammitglieder, das können Repräsentanten aus anderen Teams sein, Teams helfen Teams, so kann man es nennen, oder auch Personen von außerhalb oder auch Personen außerhalb der Teams, aber innerhalb meiner Organisation, aus anderen Bereichen einfach, die uns da unterstützen können. Auch Systemarchitekten zum Beispiel, wenn es um technische Voraussetzungen geht, Infrastruktur geht, dann können uns natürlich auch solche Personen helfen. Das, mein Nexus Integration Team, das immer überhalb, oder man muss sich vorstellen, über meinen Scrum-Teams läuft
Kundenarbeit meines Scrum-Teams normal in den 3 bis 9 Teams. Und wer sitzt da drin? Man spricht immer von Entwicklungsteams, wo man dann immer von dem Gedankengang weggehen muss, das ist ein reiner Entwickler. Ja, viele denken, oh, das sind Developer, Entwickler, das sind Personen, die dann einfach nur programmieren. Nein, es sind immer Personen, die wir benötigen, sagt man, um dieses Produkt zu erstellen. Das heißt, ihr müsst, es sind nicht nur reine Entwickler, die da Code schreiben. Das können beispielhaft, ich habe eben gerade Namen genannt, Systemarchitekten sein. Das können aber auch reine Tester sein. Das können, sage ich, welche dann aus dem QA. Ja? Also die Personen, die wir benötigen, um dieses Produkt oder die Anforderungen jetzt, die auf uns zukommen, zu lösen, gemeinschaftlich sein. Das ist also diese Rollenkombination innerhalb meines Nexus. Ein Nexus besteht also aus einem Nexus Integration Team plus 3 bis 9 Teams. Häufig werden diese Personen hier Product Owner als Chief Owner oder auch Chief Master genannt, denn zum Beispiel der Scrum Master kann, wenn er sagt, oh, im Nexus Integration Team habe ich aktuell vielleicht nicht so viel zu tun oder alles läuft super, dann kann ich auch hier unten die Scrum Teams als ein Scrum Master unterstützen. Ansonsten haben wir hier unten zwischen den Teams, sage ich mal, noch weitere Scrum Master. Also ein Scrum Team hat in der Regel noch einen Scrum Master, ja. Kann aber auch sein, dass der Scrum Master hier oben aus dem Next Integration Team noch parallel in einem der Teams mitarbeitet, unterstützend als Scrum Master. Ich habe nochmal so ein paar Schlüsselaspekte zu diesem Next Integration Team aufgenommen, weil es eine recht wichtige Rollenzusammensetzung ist. Ein paar Dinge habe ich schon genannt. Accountable, dass je Sprint ein integriertes Inkrement erzeugt wird, ja, dass das Ganze auch funktioniert. Das NIT, also Nexus Integration Team, ich kürze mal ab, ist ergebnisverantwortlich für die erfolgreiche Integration, unterstützend aktiv sein, eine Plattform schaffen, Umgebung überhaupt schaffen, damit wir auch integrieren können. Und dann, hier kommt es, die Aufgaben in diesem Nexus Integration Team, ja, also Scrum Master, Product Owner oder die weiteren Teammitglieder, haben immer Vorrang. Das heißt, wenn ein Scrum Master, ich habe es eben gerade kurz mal dieses Beispiel genannt, wenn dieser Scrum Master auch Scrum Master für ein Scrum Team ist, dann darf er aber seine Aufgaben innerhalb des Next Integration Team nicht vernachlässigen. Sondern das ist Prio 1. Ja, die Integration, dass die Integration erfolgreich ist, ist die Prio 1 in diesem Framework. Und dafür haben auch die Rollen eine klare Priorisierung. Die Arbeit im Next Integration Team klare Prio 1. Die weiteren Teammitglieder, eben gerade auch kurz genannt, Coach für die Scrum-Teams, ja, Entwicklungsinfrastruktur, Architektur, Systemarchitekten, System Engineers, die man sie auch häufig nennt, Solution-Architekten oder. Diese können aber auch als Teammitglieder in den Scrum-Teams arbeiten. Das habe ich ja vorhin genannt, die nennen sich als Repräsentanten aus meinen Scrum-Teams im Nexus Integration-Team als Teammitglieder sein, bedeutet auch gleichzeitig, ich bin noch Teil eines mit Entwicklungsteams. Das ist aber eine der Schwierigkeiten, die man in der Praxis häufig beobachtet. Wo ist dann die Priorisierung? Wie mache ich das fest? Ja, vor allem der Planung der Teams. Ja, da kann man im Training gerne nochmal drauf eingehen, da gehen wir im Training bei uns drauf ein. Wie mache ich das denn als Entwickler, wenn Sie überlegen, ich bin Repräsentant und gehe oben ins Next Integration Team und mein Team unten braucht mich, aber Next Integration Team braucht mich auch. Ja, wie mache ich das dann? Wie mache ich das in der Planung? Plane ich mir Zeit für das Next Integration Team schon vorher ein? Nehme ich mir Zeit raus? Ja, das sind so die Schwierigkeiten, die da in der Praxis bestehen, die wir aber auch in unserem Training besprechen. Okay, letzter Punkt. Können auch aus der Organisation kommen oder außerhalb der Scrum-Teams, habe ich auch eben genannt. Also hier nochmal für Sie die wichtigsten Punkte auch schriftlich nochmal dargestellt zu diesem Nexus Integration Team. Die Artefakte in Nexus, die habe ich mal hier alle einzeln aufgelistet, beginnt mit dem Product Backlog. Kennen Sie ja auch vielleicht schon einen Product Backlog für den gesamten Nexus. Vorhin genannt, ein Product Backlog, ein komplexes Produkt. Ein Nexus bedeutet ein Nexus Integration Team plus 3 bis 9 Teams. Wichtigster Aspekt jetzt ist, dass die Abhängigkeiten müssen erkennbar sein. Es gab ja auch schon Abhängigkeiten häufig, wenn wir eins mit einem Scrum-Team oder zwei Scrum-Teams gearbeitet haben, haben wir auch schon Abhängigkeiten gehabt. Da standen aber viele auch schon immer vor der Herausforderung, ja, wie mache ich denn das jetzt deutlicher? Mache ich das mit Farben? Mache ich irgendwie Cordel? Ziehe ich die irgendwie in mein, so ein, also nochmal so eine extra Spalte rein, so einen Prozessschritt nochmal rein, wo meine Abhängigkeiten wirklich deutlich sind.
Also Sie müssen sich vorstellen, natürlich, umso mehr Teams wir haben, umso mehr Personen daran arbeiten, umso komplexer das Produkt ist, ist ja auch logisch, dass wir mehr Abhängigkeiten haben. Und wichtigster Aspekt ist, dass diese Abhängigkeiten extrem deutlich gemacht werden in diesem Product Backlog, dass auch dieser Product Manager, Product Owner, Entschuldigung, genau weiß, an welche Abhängigkeiten er ran muss, welche Personen er vielleicht zu Hilfe nehmen muss, um diese Abhängigkeiten aufzulösen, aufzubrechen, damit dann die Teams an diesen Abhängigkeiten einzeln arbeiten können. Aber ein Versuch natürlich, aus Abhängigkeiten so wenige wie möglich zu machen. Das schafft man durch eine Umpriorisierung vielleicht, das schafft man auf zeitlicher Ebene gesehen, das schafft man aber auch durch das Zerlegen von Anforderungen. Nicht immer, auch klar, ja, aber man kann das zumindest versuchen, und das ist eine der Aufgaben vom Product Owner. Hier also die Liste von allen Anforderungen für mein gesamtes Produkt. Eine Priorisierung ist hier vorgegeben, ist hier gegeben, ja, durch die Kommunikation mit meinen Stakeholdern als Product Owner. Ich bin für das Product Backlog Management zuständig als Product Owner, muss das priorisieren, muss die Anforderungen zerlegen, muss die Abhängigkeiten deutlich machen. Ein neues Artefakt ist das Nexus Sprint Backlog. PBIs, also Product Backlog Items, ja, mit teamübergreifenden Abhängigkeiten oder möglichen Integrationsproblemen. Das sind diese Aspekte, diese PBIs, die hier drin stehen. Teamübergreifende Abhängigkeiten oder Integrationsprobleme. Die sollen deutlich werden. Heißt, wenn wir hier oben von einem Backlog bezogen auf alle Anforderungen stehen, die hier drin besprochen haben, reden wir von hier einem Backlog für einen Sprint, in dem die Abhängigkeiten zwischen den Teams deutlich werden. Abhängigkeit 1 hat eine Abhängigkeit zu, nee, eine Anforderung 1 hat Abhängigkeiten zu Anforderung 4, Team 2 kümmert sich um die, Team 3 kümmert sich um die. Hier sehen wir auf einen Blick, welches Team an welcher Abhängigkeit arbeitet und welche Abhängigkeiten wir haben. Das ist extrem wichtig, wenn es vor allem mal nicht so gut in einem Sprint funktioniert und wir Umpriorisierung, umswitchen müssen, umarbeiten müssen, dann kann man da natürlich dann nochmal das Ganze sehr, sehr schnell visualisiert dargestellt sehen und kann schnellstmöglich eingreifen. Abhängigkeiten visualisiert dargestellt, Integrationsprobleme und die Abhängigkeiten zwischen den Teams, Nexus Sprint Backlog. Definition of Done kennen Sie vielleicht schon. NIT ist für die DoD verantwortlich, das Next Integration Team, heißt, wann sind meine Anforderungen fertig? Und eine DoD, eine Definition of Done gibt es für alle Teams. Alle Teams arbeiten an der gleichen Definition of Done. Alle Teams haben, sage ich mal, die gleichen Vorsicht genannt, ja, damit es auch klarer wird, vielleicht Abnahmekriterien, damit sie am Ende sagen kann, es ist fertig. Für alle Scrum-Teams verbindlich. Es gibt aber die Möglichkeit, dass einzelne Scrum-Teams an einer spezielleren DoD arbeiten, um da vielleicht nochmal Qualitätssteigerung zu ermöglichen. Das ist möglich. Am Schluss, unser integriertes Inkrement. Alle Arbeiten, die wir in diesem Sprint durchgeführt haben, werden auf eine Umgebung integriert und das Next Integration Team ist dann dafür zuständig, dass das Ganze dann auch erfolgreich zusammengesetzt wird. Die Events in Nexus, die habe ich jetzt nicht alle so aufgelistet, sondern die habe ich einzeln aufgelistet. Das Refinement kennen Sie vielleicht aus, ist der Sinn dahinter besteht darin, dass wir sagen, okay, im Refinement müssen wir, sage ich mal, die nächsten Sprints vorbereiten. Wir müssen sicherstellen, dass genügend Details vorhanden sind bei den PBIs, Product Backlog Items, also der Anforderung, dass wir vielleicht schon die Anforderung geschätzt haben, dass wir an diesen Anforderungen arbeiten können als einzelne Teams. Ja, im besten Fall, hier steht es, konfliktfrei. Ermittlung der Abhängigkeit und voraussichtlich Zuteilung der PBIs bedeutet in einem Refinement, es ist ein Event, in dem sich alle Teams treffen, versuchen wir, die nächsten Sprints vorzubereiten. Dann spricht man von 1 bis 2 oder 2 bis 3 Sprints, die wir mit so einem Refinement vorbereiten. In denen auch die Teams schon sagen können, okay, hier sind Abhängigkeiten, hier sind Abhängigkeiten, wir werden das bearbeiten, wir werden das bearbeiten. Also schon eine Zuteilung, eine grobe Zuteilung stattfindet. Wann findet das Refinement statt? Wie oft sollte stattfinden und wer nimmt daran teil? Ich habe gesagt, es sollten alle Teams daran teilnehmen. Wie oft sollte stattfinden? Nach Bedarf, sagt man, bedeutet ein Refinement, ja, kann auch innerhalb eines Sprints stattfinden oder findet innerhalb eines Sprints statt, um schon die nächsten Sprints vorzubereiten. Klar, das erste Refinement ist vor meinem ersten Sprint, logischerweise. Dann laufen wir im Sprint, bearbeiten, entwickeln und innerhalb meiner Sprintphase mache ich dann schon das nächste Refinement.
Es gibt also keine zeitliche Obergrenze bei einem Refinement. Bei dem typischen Scrum-Thema, das ist auch ein Unterschied zu diesem Refinement hier, gab es eine zeitliche Grenze, hat man gesagt, maximal 10% dürfen die Entwickler ihrer Zeit für so ein Refinement benutzen. Hier ist es nicht festgelegt, weil natürlich, hier geht es um Abhängigkeiten, wir brauchen ein bisschen mehr Kommunikation. Ja, nach Bedarf denken wir, wir haben Abhängigkeiten neu identifiziert, dann sprechen wir darüber direkt. Dazu gibt es zwei Fragen, die man sich stellen sollte in einem Refinement, die geklärt werden sollten. Welche Arbeit wird sich jedes Team nehmen? Welche Arbeit wird jedes Team bearbeiten? Und in welcher Reihenfolge? Natürlich brauchen wir eine Reihenfolge, eine Art Priorisierung, würde ich jetzt mal sagen, zu sehen, okay, Team A entwickelt Anforderung 1, 2 und 3 im ersten Sprint, damit Team B diese Anforderung im zweiten Sprint entwickeln kann. Ja, das können Abhängigkeiten natürlich sein. Also sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit auch zwischen den Product Owners hier gefordert. Sie sehen dann auch schon, ja, in einer Größe von 9 Teams, A 9 Personen, also 81 Personen plus Product Owner bei einem komplexen Produkt, viel, viel mehr Kommunikation. Wenn Sie jetzt sich gefragt haben, Teilnehmer, und ich habe gesagt, alle, wie sagen Sie sich, also Herr Wagner, wie soll das denn möglich sein, alle Personen da zusammenzukarren und dass sie sich dann da treffen, warten Sie gleich mal das Sprint-Ending ab. Und das kommt jetzt, und dann werde ich auch mal etwas dazu sagen, wie das stattfindet und warum es so wichtig ist, dass alle Personen an diesem Event teilnehmen. Ein nächstes Sprint-Planning, also damit beginnen wir eigentlich einen Sprint. Hier geht es darum, die Validierung von meinem Product-Backlog durchzunehmen. Also alle Scrum-Teams sollen teilnehmen, wenn möglich. Ein Punkt, wenn man das in der Beratung immer anspricht, da ist jetzt beim Thema Nexus, aber auch beim Thema Safe schon häufig gehört. Also, Herr Wagner, dann haben wir da jetzt knapp 90 Personen mit Stakeholdern vielleicht noch, ja. Und die treffen sich dann da, sage ich mal, einen Tag oder einen halben Tag, die arbeiten ja gar nicht an diesem Tag. Wissen Sie, wie viele Personentage da wegfliegen für uns? Ja, man muss natürlich immer die Vor- und Nachteile sehen. Also wenn wir natürlich über Abhängigkeiten sprechen und wir versuchen, alle Teams in einem Ort zu haben, mittlerweile durch Corona hat sich das ein bisschen in die Digitalisierung verschoben, dass das Ganze auch jetzt digital durchgeführt wird, ist es aber umso wichtig, diese Face-to-Face-Kommunikation zu haben. Sie glauben gar nicht, wie wertvoll es ist, wenn die Stakeholder dabei sind, die Teams untereinander die Abhängigkeiten bearbeiten und Fragen direkt geklärt werden können. Und nicht dann erst, wie typischerweise, okay, wir Product Owner, wir haben hier Probleme, wir haben hier Probleme, hier fehlen uns Details, das verstehen wir nicht, fragt man den Stakeholder, dann erreichen wir den nicht, erreichen erst 2, 3 Tage später und. Also Probleme, die da natürlich entstehen können. Ich denke, Ihnen ist schon klar, warum es sinnvoller ist, alle in einem Ort zu haben. Ja, auch diese Teamdynamik, die da entsteht, ist sehr, sehr wertvoll. Die Teams untereinander arbeiten sehr, sehr stark miteinander, Risiken werden besser identifiziert, Dinge können direkt gelöst werden oder direkt an die Organisation übertragen werden. Das ist sehr, sehr stark. Verstehe aber auch, wenn manche sagen, das ist nicht möglich, vor allem wenn wir global verteilt sind, dann wird es aber momentan auch digital durchgeführt und digital ist es auch möglich. Ja, und natürlich würde ich dann sagen, das ist digital, das heißt natürlich, aber ich würde sagen, digital von meiner Erfahrung dauert es dann häufig länger, ja, so ein bisschen, und es ist auch ein bisschen schwieriger als ein Scrum Master, das Ganze zu moderieren, aber es ist möglich. Innerhalb dieser Sprintplanung versuchen wir, ein Nexus Goal zu formulieren. Ein Nexus Goal ist ein übergreifendes Ziel für einen Sprint von allen Teams. Also, woran arbeiten jetzt übergreifend alle Teams innerhalb dieses Sprints? Jedes einzelne Scrum-Team dann kann nochmal ein kleineres Sprint-Goal für sich haben. Ja, wenn ich jetzt mal Beispiel, ich will jetzt eine Webseite aufbauen und innerhalb eines Sprints wollen wir das hochziehen mit 9 Teams. Das nächste Goal ist die Webseite am Ende des Sprints. Und die einzelnen Sprint-Goals der Teams wären, die machen das Design, die machen das, also aufgebaut in einzelne Stückchen. Ja, trotzdem das nächste Goal, damit jeder weiß, in welche Richtung geht es, ist die Webseite am Ende des Sprints. Und das alles in simplen Worten dargestellt. Ein wichtiger Punkt, ja, diese Goals immer in simplen Worten. Wenn ich auch manchmal in der Beratung bin, dann sehe ich immer alles so fachlich und so speziell. Und das Nexus Goal ist nicht nur für unsere Entwickler, damit sie wissen, in welche Richtung es geht. Es ist vor allem für die Stakeholder, für die Organisation, die von außen drauf schaut, mit einem Blick sieht, ah, jetzt verstehe ich, woran arbeiten die, ja, und müssen sich erst 3-mal nachfragen, was es da geht. Nach diesem Nexus-Sprintplan, an dem alle teilnehmen, gehen die einzelnen Teams, das ist auch neu, gehen die einzelnen Teams in ihre separaten Sprintplanungen. In ihre einzelnen Sprint-Plannings, um dann nochmal zu schauen, wie können wir das denn jetzt entwickeln. Also zum einen geht es darum, zu schauen, was wird gemacht, und dann in den einzelnen Sprint-Plannings für die Scrum-Teams geht es darum, die Umsetzungspläne zu helfen. Das ist mein Nexus-Sprintplan. Teilnehmer, alle, sehr gehört, also heißt auch das nächste Integration Team natürlich.
Das sehen Sie jetzt hier, ja, leuchtet auf. Ich habe ja schon eine drei Teile das Ganze aufgebildet. Es besteht aus drei Teilen, das kann man sich merken. Other Scrum Teams, Nexus Goal, einzelne Scrum. Das ist so diese Zerteilung dieses Sprint Plannings. Nächstes Sprint Goal. Product Owner gibt eine Richtung vor, ja, eben gerade kurz genannt, ist die Summe von allen Sprint Goals der einzelnen Scrum Teams, das habe ich eben gerade auch genannt. Und bedeutet, hier werden alle Funktionalitäten, die wir erreichen wollen, innerhalb eines Sprints, die wir erzeugen wollen, in simplen Worten dargestellt und überprüft, ob wir es dann erreicht haben, wird es dann in der Sprint Review. Vielleicht diejenigen, die jetzt sagen, ah, das ist falsch, ich kenne doch Scrum und Sprint Goal, das ist doch kein Event. Doch, es ist jetzt von einem Artefakt. Ja? Im Nexus Guide ist es ein Event. Ja? Im Scrum Guide ist ein Sprint Goal ein Artefakt. Ein Sprint Goal von einzelnen Teams wird immer noch ein Artefakt bleiben. Aber das nächste Sprint Goal ist ein Event. Übergeordnete Vision. Ja? Man sagt, es brauchen die Teams einfach, um zu sehen, in welche Richtung es geht. Das ist ein Nexus Sprint Goal. Nexus Daily Scrum. Ich habe ja vorhin kurz genannt, das Daily Scrum ist eigentlich das unbeliebteste Event. Darf ich mich kurz unterbrechen? Ja, gerne. Ich habe gerade eine Frage reingekriegt, vielleicht nochmal zu dem Refinement. Mhm. Und zwar kommt hier eine Frage rein, habe ich richtig verstanden, sowohl im Refinement als auch im Nexus Sprint Planning nehmen alle Mitglieder aller Scrum-Teams teil? Ja, das ist also im Best Case. Ich verstehe schon wieder, worauf es hinausgeht. Im Best Case sollten natürlich immer alle Personen dran teilnehmen. Beim Refinement ist es aber so, dass man dann sagen kann, okay, diejenigen, die wir benötigen, oder die eine Aussage darüber treffen können, was wir im nächsten Sprint machen. Also sag ich mal, wir sind ein Scrum-Team und jetzt haben wir am nächsten Tag Refinement. Es geht um das und das integrierte Inkrement. Ich sage als Moritz, oh, ich kenne mich da nicht so gut aus. Peter, du kennst dich aus, geh du hin und repräsentiere uns. Dann ist es möglich, dass wir Repräsentanten aus den Teams hinschicken. Ein, zwei, drei Personen. Ja? Also es müssen nicht alle dran teilnehmen, müssen nicht. Im besten Falle sind natürlich alle dabei, um auch so Schätzungen durchzuführen. Ansonsten kann man auch mit Repräsentanten arbeiten. Okay, danke. Geeignete Teammitglieder, sagt man immer. Vielleicht auch noch ganz, ganz kurz dazu, bedeutet aber, weil im Refinement sagt man ja, es wird auch geschätzt und wenn Sie jetzt vorstellen, ich habe jetzt nur zwei Personen, die da aus meinem Team dich schätzen, dann können sie aber nicht schätzen, weil sie vielleicht den Input von meinen Teammitgliedern brauchen, bedeutet, dass sie zurück in die Teams müssen und dann auch neue Zeit investieren müssen, um diese Schätzung durchzuführen. Ja, also gibt Vor- und Nachteile in beide Richtungen. Okay, also, wo sind wir stehen geblieben? Nexus Daily Scrum, Teilnehmer, relevante Vertreter aller Teams, oder wieder die Person, das ist mal die originale Aussage, die Person, die sich in meinem Team mit dem Ziel, dem integrierten Inkrement, aktuell am besten auskennt, die geht zu diesem Nexus Daily Scrum. Und die will mir dann wahrscheinlich auch zum Refinement schicken. Zweck. Kurz zu schauen, was ist der aktuelle Stand. Das kennt man so aus dem normalen Daily Scrum, sage ich mal, von Scrum-Teams. Ja, um zu schauen, was haben wir für Integrationsprobleme. Also hier beim Nexus Daily Scrum geht es darum, übergeordnete Integrationsprobleme oder neue Abhängigkeiten, die identifiziert wurden, anzusprechen zwischen den Teams. Und die Folge ist dann, dass diese neuen Integrationsprobleme, welche haben, neue Abhängigkeiten, die wir zwischen den Teams identifiziert haben, dass wir diese Informationen dann mitnehmen in ein einzelnes Daily Scrum von den einzelnen Scrum-Teams. Bedeutet, eine Person aus meinem Scrum-Team hat an einem Tag zwei Daily Scrums. Einmal ein Nexus Daily Scrum mit allen Repräsentanten aus den anderen Teams. Gucken, wie ist der aktuelle Stand? Gibt es Integrationsprobleme? Haben wir neue Abhängigkeiten zwischeneinander identifiziert? Diese Informationen nehmen wir dann mit, gehen in unsere Teams und führen nochmal ein Daily Scrum durch. Wir bleiben aber bei der Zeit von 15 Minuten und es bleibt bei drei Fragen, die in diesem Nexus Daily Scrum beantwortet werden müssen. Man kennt es aus dem normalen Daily Scrum, werden auch drei Fragen beantwortet. Hier sind ein bisschen anderer Fokus, der gesetzt wurde. Wurde die Arbeit des vorherigen Tages erfolgreich integriert? Ja, wenn nicht, warum? Wurden neue Abhängigkeiten identifiziert? Welche Informationen müssen zwischen den Teams und Nexus ausgetauscht werden? Also ein tägliches Treffen. Täglich Standard-Meeting, 15 Minuten, ja,
Dann gehe ich nochmal runter in mein Team Daily Scrum, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch nochmal 15 Minuten und berichte, was ich eben für Informationen oben bekommen habe. Die nächste Sprint Review, auch wieder ein neuer Aspekt hier in diesem Framework im Vergleich zum, sag ich mal, typischen Scrum. Denn diese Sprint Reviews, die haben jetzt auf Fett gedrückt, ersetzt die Sprint Reviews der einzelnen Teams. Eigentlich logisch. Ja, es bringt nichts, dass einzelne Teams nochmal den Product Owner was vorstellen, ja, und dann nochmal in nächster Sprint Review alle das vorstellen. Also, wir haben eine Review, in der etwas vorgestellt wird. Und hier wieder der Punkt, alle Nexus-Mitglieder nehmen teil, plus die wichtigsten Stakeholder. Da muss ich aber auch mal vorsichtig sein. Natürlich, also Sie sagen es ja extra von der Theorie her, alle sollen da teilnehmen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, nur so und so viele oder nur die, dann wird es in der Praxis gar nicht angewendet. Sie denken, also ich glaube, Sie wissen, was der Vorteil ist, wenn alle Personen am Standort sind. Ich glaube, wir wissen auch alle, dass es nicht immer möglich ist. Das heißt, wenn wieder nicht alle dabei sein können, geeignete Repräsentanten schicken, so gut es geht. Man muss auch mal schauen, okay, wer sind meine Stakeholder? Wie viele Stakeholder habe ich? Stellen Sie sich mal vor, wir sind 81 Personen, haben einen Stakeholder. Da kommen die Tür rein, stehen da 81 Entwickler. Ist ein bisschen, ja, fühlt sich vielleicht ein bisschen erschlagen und ein bisschen eingeschüchtert. Das heißt, wir können natürlich auch mit Repräsentanten arbeiten, die das Ganze dann den Stakeholdern vorstellen sollen. Gegenseitiges Feedback, nicht nur zwischen den Stakeholdern und den Teams, sondern auch zwischen den einzelnen Teams. Man sagt immer, dass diese gemeinsame Prüfung mit den Stakeholdern auch so ein bisschen Vertrauensgefühl schafft. Ja, und wir haben ja das Ziel, dieses integrierte Produkt. Ja, das wird angeschaut. Alle Teams im besten Fall sind da, plus die Stakeholder, die dann über dieses Produkt sprechen. Ups. Und man spricht auch schon immer in der Review, wenn der Stakeholder dabei ist, eigentlich über die nächsten Schritte. Ja, mein Product Owner ist dabei, der das gesamte Product Backlog hat, der dann mit den Stakeholdern darüber spricht, was als nächstes kommt. Und das ist eigentlich auch ein Riesenvorteil, wenn die Stakeholder dabei sind. Denn sie glauben gar nicht, wie häufig die Priorisierung erst dann in der Review neu geändert wird, wenn die Stakeholder sind, ah, jetzt habt ihr das gemacht, jetzt hätte ich doch lieber doch gern das oder doch gern das. Dann ist es natürlich umso besser, umso mehr Entwickler wir dabei haben, um überhaupt eine Machbarkeit überprüfen zu können. Können wir das überhaupt machen? Oder brauchen wir vielleicht, entsteht dadurch eine neue Abhängigkeit? Deswegen ist es umso wichtiger, so viele Personen bei diesem Event dabei. Muss man mal schauen, wie lange mal die Sprints sind. Ja, wenn ich jetzt zweiwöchige Sprints habe und dann immer so viele Leute dazu einlade, ist es vielleicht zu viel, würde ich sagen, hätte ich vierwöchige Sprints, dann kann ich überlegen, mir alle einzuladen. Dann ist es vielleicht sinnvoller. Ja. Nächstes Sprint Retrospektive, das letzte Event. Teilnehmer, wieder das Next Integration Team plus interessierte Vertreter, sag mal. Interessierte Vertreter, wer kann das sein? Das können Personen aus der Organisation sein. Können Personen sein oder andere Bereiche sein bei uns, aber man sagt keine Führungsposition. Ja, ausgenommen von Product Owner, das Scrum Master, die gehören zu unserem Nexus-Team. Ja, keine Führungsposition, sonst in der Retrospektive, das ist sehr, sehr ähnlich zum simplen Scrum. Besteht aus drei Teilen, diese Nexus-Sprint-Retrospektive. Zum einen trifft sich das Nexus-Integration-Team zuerst und identifiziert gemeinsame Hindernisse, teamübergreifende Probleme. Was ist denn innerhalb dieses Sprints teamübergreifend, bei allen Teams nicht ganz gut gelaufen? Was sind Hindernisse, die uns beschäftigen? Das sind so die Dinge, die in der ersten Phase in dieser nächsten Sprint-Retrospektive besprochen werden. In dem zweiten Punkt gibt es eine individuelle Retrospektive aller Scrum-Teams, sagt man, mit zusätzlichem Input aus diesem Teil. Das heißt, jetzt haben wir die Hindernisse identifiziert, wir haben teamübergreifende Probleme ebenfalls identifiziert. Jetzt geht es darum, zu schauen, was können wir denn dagegen tun. Interne und externe Maßnahmen. Die dann, und das vergessen viele auch in der Praxis, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dann auch immer in ihre Kapazitätenplanung für die nächsten Sprints mit einplanen müssen. Denn das, was hier erstellt wird, externe Maßnahmen, teaminterne Maßnahmen, kosten uns natürlich auch Zeit, manchmal sogar Geld, bedeutet, müssen in die Planung mit einbezogen werden. Der zweite Teil der nächsten Sprint-Retrospektive ebenfalls abgeschlossen. Dann geht es in den dritten Teil. Repräsentanten aus den Scrum-Teams treffen sich erneut und einigen sich, wie beschlossene Maßnahmen visualisiert und kontinuierlich verfolgt werden. Das sind also die drei Aspekte. Zum einen Probleme identifizieren, Lösungen suchen und dann schauen, wie können wir diese Lösung einführen, innerhalb der Sprints implementieren, wie können wir das Ganze umsetzen. Das also jetzt alle Events innerhalb von dem Nexus. Wir haben jetzt die Rollen, wir haben die Artefakte und die Events.
Und jetzt möchte ich Ihnen nur kurz mal sagen, was machen wir denn überhaupt im Training? Ja? Das sieht jetzt manchmal für den einen oder anderen ein bisschen, was ist denn das? Ja, ein bisschen mit der Hand noch aufgeschrieben. Ja, Sie kennen ja unser Workbook-Prinzip mit den Flipcharts, dass wir hier noch mit unseren Stiften vorne stehen und alles schön schreiben, obwohl wir das Training natürlich auch im VLC, also digital anbieten. Ich habe Ihnen einfach mal, weil wir letzte Woche im Training hatten, kurz mal ein paar Dinge mitgebracht. Sie sind es vielleicht nicht ganz gut. Ich erkläre es ein bisschen, was sind so die Inhalte von diesem Training. Das Training ist zum einen 2 Tage lang. Und Sie werden neben diesen Aspekten, die ich jetzt hier eben angesprochen habe, also Rollen, Artefakte und Events, die wir dann natürlich detaillierter ansprechen werden. Wir werden genauer auf die einzelnen Dinge eingehen. Neben diesen Aspekten werden wir das Ganze versuchen, mit praktischen oder Praxissimulationen aufzufrischen. Ja, beispielhaft ein Thema wie hier oder hier zu sehen. Was wäre denn der beste Weg zu skalieren? Skaliere ich von einem Team plötzlich direkt auf 5, 6, 7 Teams an? Fange ich mit 9 Scrum-Teams direkt an? Wo ist denn der beste Schritt? Ja, wie kann man das am besten machen? Darüber sprechen wir intensiv. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil viele häufig zu schnell skalieren, nicht wissen, wie genau wir skalieren. Brechen wir Teams auf? Bauen wir neue Teams auf? Brauchen wir vielleicht auch sowas wie einen Agile Coach oder einen Scrum Master von noch ein mehr dazu? Das sind Dinge, die wir im Training besprechen. Wir sprechen über Themen, Probleme, Hindernisse, die in der Skalierung stattfinden. Wir sprechen über generelle Herausforderungen im agilen Umfeld bezogen auf die Organisation. Was passiert jetzt mit der Organisation, wenn wir plötzlich 9 Personen haben? Wer ist da Ansprechpartner? Was ist die Kommunikation nach oben? Wie findet die statt? Ja? Also viele, viele Interaktionen. Wir schauen uns auch nochmal genau die Rolle vom Scrum Master und vom Product Owner an, aber nicht nur auf das Thema Scrum bezogen. Was sind jetzt wirklich die Aufgaben in dem skalierten Umfeld mit mehreren Personen? Mit einem Team, das klingt noch recht simpel, aber wie kann ich jetzt die Anforderungen wirklich darstellen, visualisieren, transparent machen, wenn ich 9 Personen habe? Wie viel Zeit benötige ich als Product Owner? Welche Herausforderungen, welche Probleme sind neu jetzt? Das sind so die Inhalte. Eine Prüfung gibt es zu diesem Thema auch, ja, die dann wieder bei Scrum.org geschrieben werden kann zu diesem Thema Nexus. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein guter Einstieg, wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt 1, 2 Scrum-Teams, wir arbeiten jetzt, versuchen jetzt an einem komplexeren Produkt zu arbeiten, brauchen wir mehrere Teams. Und da kann mir Nexus eine simple, sage ich, sehr, sehr strukturierte Lösung geben. Ja. Bei weiteren Fragen, natürlich lassen Sie uns das wissen. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten, kurzen Einblick geben, was das Thema Nexus bedeutet, was Sie bei uns im Training erwartet. Neben diesen Aspekten viel, viel Interaktion, so ein bisschen Workshop-Charakter, habe ich gesagt. Ja, also, dass Sie auch mal sehen, wie so die Teams miteinander arbeiten. Mit einer großen, großen Simulation am Tag 2. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie gesagt, bei weiteren Fragen können Sie sich gerne bei uns melden. Vielen Dank. Prima, Moritz. Vielen Dank. Ich habe hier tatsächlich noch eine Frage. Wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit. Die können wir vielleicht noch beantworten. Und zwar ist die Frage, im Nexus Sprint Planning, wer legt fest, welches Team welche PBIs bearbeitet? Ja, das machen die Teams selbst. Das machen die Teams selbst. Also es gibt keinen Product Owner, der vorne steht und sagt, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das. Das kann er auch gar nicht. Die Teams selbst sollen schauen, welche Dinge sie machen können und welche nicht. Und natürlich, wenn sie Dinge nicht machen können, wenn wir generell in unseren Teams, in Organisationen Dinge nicht machen können, müssen wir versuchen, diese Aufgaben vielleicht auszulagern als weitere Abhängigkeit, externe Abhängigkeit behandeln. Aber ansonsten, innerhalb meines Sprint Plannings, deswegen haben wir auch dieses Refinement vorgelagert, wo die Teams schon überlegen, okay, welches Team macht was, suchen sich die Teams oder picken sich die Teams die Aufgaben, die sie dann im Sprint umsetzen können. Okay. Ich habe noch persönlich eine Frage. Sag mal, wie ist das eigentlich, also es ist ja schon so, dass das ist ja eine Weiterführung von Scrum und auch scheint mir ja wirklich so zu sein, dass die ganze Philosophie und auch die Idee, die dann jetzt im Prinzip skaliert und weitergeführt wird. Mhm. Was für Voraussetzungen sollte denn jemand mitbringen, der in das Training geht? Also auf der einen Seite hast du ja schon gesagt, es ist für die Leute interessant, wo halt solche skalierten Ansätze zum Einsatz kommen oder die vor diesen Herausforderungen stehen, mit mehreren Scrum-Teams zu arbeiten. Was sollte ich denn persönlich wissen, bevor ich in so ein Training gehe? Kann ich da ganz blank reingehen oder sollte ich vielleicht ohne oder Master sein? Also man soll, also ich sage immer, es wäre von Vorteil, wenn man zumindest Scrum-Erfahrung hat. Also das Thema Scrum schon so ein bisschen verinnerlicht hat. Also ich schon weiß, was sind denn so die groben Aufgaben von einem Owner, von einem Master oder welche Philosophie steckt dahinter. Das wäre ein Vorteil. Wenn man blank sich ins Training reinsetzt, was ich meiner Meinung nach, was man meiner Meinung nach machen könnte, ja, könnte, muss man natürlich aber immer von dem Aspekt ausgehen, okay, wenn ich mich jetzt blank da reinsetze, ist es ein bisschen schwieriger, vielleicht mitzukommen. Ja? Heißt, im besten Fall würde ich erstmal das Thema Scrum so ein bisschen verinnerlichen und dann mich in das Thema Nexus einarbeiten und mich da reinsetzen.
Also wenn ich einen Master habe oder einen Owner habe, Genau. oder aber sagen, hey, ich arbeite schon seit längerem agil, also ich weiß, wie Scrum funktioniert, habe aber das Zertifikat nicht, wäre auch kein Problem. Ja. Man muss jetzt kein Zertifikat haben, dann kann man sich, aber so, man sollte schon eine Idee von Scrum haben, glaube ich. Genau, man sollte schon eine Idee auf jeden Fall haben. Also von den Rollen, von den Artefakten schon was gehört haben und wissen, wie man da mit Scrum arbeitet. Ja, man sollte schon wissen, was ein Sprint ist und das schon. Sonst ist es einfach schwieriger mitzukommen. Ja, das denke ich Ja, schon. alles klar. Super. Wir bieten das Training ja an, auf der einen Seite sehr interaktiv und auch als Präsenztraining in allen möglichen großen Städten, aber natürlich auch der Situation geschuldet, in der wir uns ja alle gerade bewegen, als Virtual Live Training. Da findet aber die Interaktion mit den Teilnehmern auch statt, ne? Ja, wir haben bei den Virtual Live Trainings haben wir auch die Interaktion. Wir haben die auch eingebaut. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man die Person nicht direkt vor sich hat. Ja, das denke ich, ist auch klar. Dass man bei dem einen Schritt oder bei dem anderen Schritt ein bisschen zurückgehen muss, sage ich mal, von der Durchführung her, ist klar. Aber wir haben trotzdem viele Interaktionen auch in unseren Virtual Trainings eingebaut. Okay, super. Perfekt, Moritz, dann vielen Dank für deine Ausführungen. Gerne. Spannendes, wirklich spannendes und auch top aktuelles Thema. Und ja, das bleibt uns ja nichts anderes übrig, als den Leuten das ans Herz zu legen und sagen, ich glaube, das macht sich wirklich Absolut. Sinn, sich das anzuschauen. Ich würde Definitiv. ganz gerne nochmal verweisen auf die Webinare, die wir in Zukunft vorhaben. Dann hole ich mir gerade mal die Präsentation zurück. Hier sehen Sie es als Bild, mal so ein bisschen ein Ausschnitt. Wir haben, wie in den letzten Wochen ja auch, in den nächsten Wochen auch wieder einige Webinare auf dem Schirm, die wir vorhaben, wenn Sie da vielleicht Interesse dran haben. Vor allen Dingen jetzt am kommenden Freitag haben wir eins zum Thema dem neuen ITIL 4 Training. Gibt es ja jetzt im September, startet das Digital and IT Strategy. Also ein bisschen die Ausrichtung, wie unterstützt ITIL 4 die Digitalisierung. Da machen wir mal so einen Einblick, was ist denn wirklich in dem Buch drin, was ist in der Publikation drin. Ist das, da kann man sich das mal anschauen, um zu gucken, ob das für einen vielleicht interessant ist oder auch nicht. Und dann haben wir so ein bisschen mit Hands-on-Themen auch machen wir weiter, dass wir so ein bisschen Spezialthemen rauspicken. Thema Predictive Maintenance mit ITIL und dann gucken wir auch nochmal in die weiteren rein. Also kann ich Ihnen auch ans Herz legen, finden Sie bei uns auf der Webseite immer unter den Events. Finden Sie die unsere Webinare, wie gesagt, in regelmäßigen Reihenfolge und regelmäßigen Abständen. Ansonsten finden Sie das alles auch dann, wenn Sie mal nicht teilnehmen können, in unserem YouTube-Kanal. Und abschließend natürlich, was jetzt noch ransteht als großer Event, das ITSM Tool Meetup. Ne? Also wenn Sie oder Ihre Kollegen gerade mit dem Gedanken spielen, ich muss irgendwie ein ITSM Tool was machen. Hier haben wir alle Toolhersteller zusammen. Größter Tool-Event Europas. Digital findet er statt an diesen beiden Terminen. Dort haben Sie eine Chance, direkt in 1-zu-1-Session interaktiv mit allen wesentlichen Toolherstellern zu sprechen. Also auch hier vielleicht mal drauf gucken. Auch eine ganz spannende digitale Plattform, auf der das stattfindet. Also sehr kreativ. ITSM-meetup.com. So, damit sind wir am Ende. Moritz, vielen Dank. Ich wünsche dir noch Danke auch. eine tolle Woche Gerne, ebenfalls und Dankeschön. allen Teilnehmern natürlich auch, kommen Sie gut durch die Woche und das Allerwichtigste, was man heute ja immer wünschen darf und muss, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja, tschüss.